Herzlich willkommen zu Fitorial und Tag 5 unserer Challenge in 30 Tagen zum Sportler-Mindset. Und wir haben gestern schon ein bisschen zum Thema Ernährung gesprochen und das wollen wir heute noch ausführen und fortsetzen. Genau, weil mein Tipp ist noch weniger. Nein. wir haben es extra so gemacht, dass wir gestern darüber gesprochen haben, wie kann man Gewicht reduzieren bzw. langfristig ein athletisches oder gesundes Gewicht halten. So, das stimmt auch alles, was wir gestern gesagt haben. Ja, das hat auch immer noch Bestand. Dennoch haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, jetzt einen Tag später mal ein Thema anzusprechen. Und zwar diese ganz bekannten 5 Kilo zu viel. Ich kenne das sehr häufig. Leute kommen zu mir und sagen, Sinan, ich will abnehmen. Dann gucke ich mir immer deren Figur so an und denke, okay, was möchtest du denn genau? Ja, so 3 oder 4 oder sag mal 5 Kilo weniger. Und dann erkläre ich ihnen, genau wie gestern ich das bei euch gemacht habe, wie das funktionieren kann. Ja. Aber die Frage stellt sich ja dann irgendwann, wenn wir hier von 3, 4 oder 5 Kilo sprechen, müssen wir die überhaupt abnehmen? Wer sagt das? Wer sagt überhaupt, dass ihr die 5 Kilo noch abnehmen müsst? Weil wir müssen jetzt hier, Sinans Woche-Zuschauer kennen das, wir müssen differenzieren. Reden wir von wirklich starkem Übergewicht, wo es in Richtung ungesund, wo es wirklich, da werden wir noch ein Video zu machen, wo es wirklich problematisch ist für den Körper, reden wir davon? Oder reden wir wirklich nur von den 3-4 Kilo zu viel, von dem kleinen bisschen Bauchfett, so ganz leicht, das leider die schönen Bauchmuskeln verdeckt. Ja? Und deswegen finden wir die so blöd und dann scrollen wir durch Instagram und sehen alle nur mit Sixpack und super schmaler Wespenteile und denken uns die ganze Zeit, oh, diese 3-5 Kilo weniger. Aber diese 3-5 Kilo sind häufig überhaupt nicht gesundheitsrelevant. Ja. Sie sind eigentlich schon fast egal. Sie bestehen bei ganz vielen Leuten eigentlich nur im Kopf. Und da möchten wir wirklich dann auch mal dann den Hinweis geben, wenn das so unfassbar schwer ist, diese letzten paar Kilo loszuwerden, dann ist es vielleicht auch gar nicht notwendig. Ja. Das möchte ich wirklich an dieser Stelle mal sagen. Ich weiß, dann sagen Leute, ja, aber du bist doch so schlank. Ja, das kostet aber auch viel Disziplin. Ich snacke nie was zwischendurch, nie. Ich achte immer darauf, ob ich erst esse, wenn ich Hunger habe. Das mache ich nicht manchmal, das mache ich immer. Ist es für mich anstrengend? Nein, sonst würde ich es nicht tun. Ich bin ein sehr fauler Mensch. Ich mache überhaupt nichts, was mich unnötig anstrengt. Ja? Und das ist so das, was wir euch heute mal irgendwie mitgeben wollen. Frag dich selber, was willst du? Willst du es wirklich? Bist du bereit, das ist die Frage. Willst du? Das ist einmal der Punkt. Willst du es wirklich? Und dann nochmal die Betonung, willst du es wirklich? Ja. Ich glaube, dabei kann man es heute eigentlich belassen. Heute mal kein Workout. Stell dir einfach die Frage, was willst du wirklich? Und was bist du bereit dafür zu geben, um dahin zu kommen? So, und ich esse jetzt erstmal 3 Wochen nichts. Nein. Ja, mehr haben wir eigentlich heute nichts zu sagen. Wir hatten ja gestern ein gutes Mixed-Workout. Vielleicht spürt ihr es heute noch ein bisschen. Wir machen noch ein bisschen Pause und keine Sorge für diejenigen, die vielleicht jetzt denken, das ist mir alles viel zu leicht. Da kommt noch was. Wir haben eine Kurve. Wir streben ein exponentielles Wachstum an. Also, bis morgen.